Mit einer Befragung sowie einer dringlichen Anfrage dominierten die Freiheitlichen die 20. Sitzung des Landtages. Klubobmann Mario Kunasek wollte von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wissen, ob dieser sich weiterhin für eine partielle Impfpflicht ausspricht. Bei der Befragung und bei der Beantwortung wurde dann letztlich klar, dass es so ist, nämlich dass der Landeshauptmann der Steiermark für eine Impfpflicht eintritt. Der ist ja schon mehrmals auffällig geworden in der Vergangenheit. Er hat einmal gesagt, man muss den Steirer zum Glück zwingen, wenn es um die Impfung geht. Und in der letzten Pressestunde vom 6. Juni wurde es offenkundig, wo er ja Impfunwillige als schäbig bezeichnet hat. Und ich sage, das ist eines Landeshauptmannes nicht würdig. Damit wird wieder gespalten und getrennt, nämlich aufgeteilt in die Guten, in die Schlechten, in die Impfwilligen und in die Impfunwilligen, in die Schäbigen und Braven, und das braucht man nicht, das ist auch nicht die Diktion, die wir uns wünschen, und deshalb war es enttäuschend heute, aber auch bezeichnend, dass der Landeshauptmann auch nicht bereit war, sich dafür zu entschuldigen, und das verurteilen wir Freiheitliche scharf. Gesundheitssprecher Marco Triller richtete im Zusammenhang mit der geschlossenen Pflegeschule Pro Praxis 25 Fragen an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. Im Zuge der heutigen dringlichen Anfrage an die zuständige Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß haben wir keine konkreten Antworten bekommen. Die Schülerinnen und Schüler von der Gesundheitsschule Pro Praxis stehen nach wie vor im Regen. Sie haben noch keine fixen Zusagen der weiteren Ausbildungsmöglichkeiten. Und unter anderem haben wir auch einen Entschließungsantrag eingebracht, gemeinsam mit allen anderen Oppositionsparteien, wo es eben darum ging, eine Sicherung der Ausbildungsplätze im Land Steiermark sicherzustellen. Leider haben sich die Regierungsparteien, weder SPÖ noch ÖVP, zu diesem Tagesordnungspunkt zu Wort gemeldet. Entweder sind sie sich dieser Dimension der Schulschließung nicht bewusst, oder es ist ihnen einfach egal.